Hallo und einen wunderschönen Mittwochmittag. Genau, Mittwochmittag haben wir jetzt. Und ich wollte kurz darüber sprechen. Wir wissen ja alle, was man denkt, was man fühlt und wie man handelt. Das kreiert die Realität, die man nachher erfährt. Und klar, alles klar, dann fängt es an. Gut, wie denke ich? Erstmal hier diese Bestandsaufnahme machen. Wie denke ich in Bezug auf die Dinge in meinem Leben? Wie denke ich in Bezug auf die Arbeit? Wie denke ich in Bezug auf meinen Chef? Was denke ich in Bezug auf meinen Partner? Entschuldigung. Was denke ich in Bezug auf meinen Partner, meinen Vermieter und so weiter und so fort? Wir haben ja alle diese Beziehungen, in denen wir stehen. Und was wir denken und fühlen über diese Beziehungen, respektive über diese Personen, und dann gleichzeitig über uns selber, das ist das, was wir denken und fühlen. Weil die Gedanken kreieren die Gefühle. Nun, es ist manchmal so eine unterschwellige Geschichte, wir kommen eigentlich gar nicht drauf, was wir wirklich denken über die anderen. Wir sehen immer nur Resultate, wir sehen immer nur Situationen, die aufkommen und wir spüren immer nur, wie wir uns dann fühlen, wenn diese Situationen aufgekommen sind. Und das ist genau super. Und wenn wir diese Anhaltspunkte nehmen, jede Situation, die sich nicht gut für uns angefühlt hat, wo wir irgendwie schlechtes, ängstliches, ablehnendes, verletzendes Gefühl hatten, das ist eine der Situationen, die wir uns packen müssen und wo wir anders denken müssen. Und das ist so crazy krass und schwierig. Stell dir mal vor, du hast eine Interaktion mit jemandem und du merkst, der ist abwesend, der hat keine Zeit, der will möglichst schnell das Gespräch oder die Unterhaltung mit dir beenden. Und dann merkst du, dass er ja eigentlich schnell sich verabschiedet und ja, möglichst so, ach, zum Glück ist die weg. Ha, was denkst du jetzt? Was fühlst du jetzt? Oh mein Gott, der war unfreundlich, oh, der wollte sich mich gar nicht anhören, der hat sich keine Zeit genommen, ich bin unwichtig für den, ich wollte doch nur was Gutes, wieso hört er mir nicht zu? Und so weiter und so fort. Diese Situation, die gibt es immer wieder, sei es in der Partnerschaft, sei es im Business. Und dann stehst du da und fühlst dich einfach, wie fühlst du dich? Das ist hier die Frage. Zurückgewiesen. Nicht akzeptiert, nicht gehört, nicht wichtig, nicht als Priorität. Man hat sich keine Zeit genommen. Ja, und das sind Gefühle, die in dir entstanden sind. Einfach nur in dir. Der andere, der hat jetzt einfach nur quasi mal ein paar Knöpfchen gedrückt, Trigger, wie man so sagt, in dir und dann hast du diese Gefühle bekommen. Und das ist genial, weil dann weißt du, oh, ich fühle mich nicht angenommen, ich fühle mich als nicht als Priorität, ich fühle mich nicht wichtig genug, ich fühle mich nicht angehört und so weiter. Sind die Gefühle und Überzeugungen, die in dir wohnen. Der andere da draußen spielt überhaupt keine Rolle. Und mit diesem Feedback gehst du jetzt und änderst das. Und du setzt dich hin, nimmst die Ist-Situation und sagst, nein, will ich nicht. Ich will mich als Priorität fühlen. Ich bin wichtig. Was ich zu sagen habe, zählt. Ich habe etwas mitzuteilen. Ich habe eine Message für die Welt. Ich bin wichtig in jeder Art und Weise. Jeder freut sich, mich zu sehen. Man nimmt sich Zeit für mich. Crazy für den analytischen Verstand. Absolut crazy. Sagt, hey, spinnst du, lügst du? Was machst du denn eigentlich? War doch gerade ganz anders. Erinnerst du dich nicht an diese Situation? Aber du musst deinen analytischen Verstand trainieren. Wie Dr. Joseph Spencer immer sagt, den Verstand und den Körper trainieren. Wie einen Hengst oder einen Hund. Und dann sagst du, ja, lieber analytischer Verstand, das ist schon alles gut und schön, aber nachdem ich jetzt weiß, wie Quantenphysik und hermetische Gesetze funktionieren, muss ich dir leider mitteilen, dass wir keine Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen, was das war, sondern wir müssen es umprogrammieren. Und hiermit sage ich dir, wir programmieren es um in die neue Message, die wir über uns haben. Und dann
setzt du dich hin oder machst in der Meditation. Auf jeden Fall nimmst du wirklich die Realität raus und baust dir eine neue. Du fühlst und denkst neu. Du fühlst und denkst neu über die Situation. Du fühlst und denkst neu über diesen Menschen, mit dem du diese Erfahrung hattest. Der hat immer Zeit für mich. Es ist wichtig für ihn zu hören, was ich zu sagen habe. Er freut sich, mich zu sehen. Und diese Gefühle, die machst du größer in deinem Herz und lässt sie wachsen und baust sie auf. Und nachher läufst du rum wie die Person, die angehört wird, für die man sich gerne Zeit nimmt, über die man sich freut, wenn man sie trifft. Und so weiter und so fort. Genau so willst du es haben willst. Dann bist du nämlich eine neue Persönlichkeit, hast eine neue Facette deiner Persönlichkeit implementiert und bist eben diejenige, die angehört wird, diejenige, die Priorität ist. Du bist diejenige, für die man Zeit nimmt. Neue Persönlichkeit, kommt die neue Realität. Und bis sich die neue Realität verfestigt hat und immer mehr zeigt als die alte Realität, bleibst du stur dabei, weil du bist die, die Priorität ist. Du bist die, die was Wichtiges zu sagen hat. Du bist, Entschuldigung, ihr lieben Männer, ich rede immer nur für Frauen, aber es ist natürlich genau gleich für Männer. Und du bleibst stur dabei und du lässt dich nicht abbringen. Und sobald irgendetwas dir in außen etwas Gegenteiliges zeigen möchte, dann gehst du nochmal da rein und sagst, oh, falsch. Außen hat es mir offensichtlich noch nicht zeigen können. Ich muss noch tiefer mit meiner neuen Persönlichkeit verankert werden. Und dann baust du diese neue Persönlichkeit, dieses neue energetische Konstrukt und auch in der neuen Box-Meditation macht es Dr. Joe Dispenza. Du baust dir dieses Ambiente, du baust dir diese Box, du baust dir diese Gefühlslage und dann zieht diese Gefühlslage deinen Körper, also deine Hülle, zu dir. Aber diese Gefühlslage, die muss so sicher stehen wie das Amen in der Kirche und du darfst dich nicht immer rausbeuteln lassen, bloß weil es jetzt irgendwie ist außen noch nicht dir das jetzt und hier zeigt, sondern noch so eine Art Verschiebung nach hinten hat. Das ist eben der Trick, Leute. Stur dabei sein. Ich bin die, jetzt und hier. Und wenn die Leute noch auf meine vergangene Persönlichkeit reagieren, I don't care. Du bist der Chef. Du bist der Chef. Du machst alles. Die anderen sind nur dazu da, dir zu zeigen, wo du gerade stehst. Also, wie cool. Freiheit pur. Und wir üben und wir üben und wir üben und wir fangen morgens früh an, wir fangen mit den Meditationen an, wir ziehen uns zurück aus dieser Welt der fünf Sinne, gehen in die kreative Welt und nehmen das, was wir dort kreiert haben, mit in den Tag. Und so leben wir plus minus 24 Stunden lang Meditation respektive unsere neue Persönlichkeit. Yes! Go for it! Schreibt mir eure Meinung, schreibt mir eure Kommentare, schreibt mir eure eigenen Übungen. Ich zum Beispiel gehe in die Waschküche und überlege mir vorher, wer geht jetzt zur Waschküche? Welchen Teil deiner Persönlichkeit möchtest du gerade intensiv spüren? Geht irgendwie die Hausmagd, die angeschissen ist, dass sie jetzt so viel Wäsche waschen muss darunter und hat so eine Fresse? Oder geht die Business Lady darunter und sagt sich, wow, ganz cool. Ich wasche jetzt hier mit Leichtigkeit meine Wäsche und ich bin eine erfolgreiche Frau und glücklich und in love with life. Ne? Schön zwei verschiedene Persönlichkeiten, die beides das Gleiche machen, waschen. Und sie können beide in deinem gleichen Körper sein, aber sie fühlen sich komplett anders an. Ich bin echt gespannt. So seht ihr, das ist mein Coaching. Das sind meine ganz krassen Ansichten, die ich mir im Sinne einer mentalen Diät absolut eintrainiere. Es gibt kein Essen mehr unkontrolliert, sondern es gibt auch kein Denken mehr unkontrolliert, sondern es wird ein klarer Diätplan eingehalten. Und dann kommst du super rasant ans Ziel. Dann gibt es den Sog und dann macht's Schum! Und dein Körper ist plötzlich in der neuen Realität. Happy Tuesday, denke ich mal. Ich habe immer noch nicht so die Wochentage drauf seit dem Retreat. Ist alles noch so ein bisschen maschi-maschi. Ich wünsche euch alles Liebe. Ciao, ciao.